Moin moin Leute, heute mache ich ein kurzes Video zum Thema mit mir spielen oder 1 gegen 1 oder Crew gegen Crew mit uns, mit mir, wie auch immer, weil ich öfter mal Anfragen kriege, ist auch kein Ding. Das was ihr im Hintergrund seht ist zum Beispiel ein Fall, der Typ hat irgendwie Scheiße bei irgendeinem von meinen Clips geschrieben, von wegen ich treffe ja nicht mal einen Kopf und bla bla und 1 gegen 1. Habe ich ihn angeschrieben, habe gefragt, wann es passt. Welches Video das war, schreibe ich vielleicht später noch rein. Da könnt ihr euch den Schriftverkehr ein bisschen angucken. Auf jeden Fall habe ich es angenommen. Wir legen los. Ihr seht ja, er rennt da offen rum, kriegt ein paar in die Fresse, fällt um und nach ändert er seine Spielweise. Jetzt deckt er schon die Position auf von Spielern. Das machen wir nie. Wir spielen Run and Gun und nicht... ich kann hier nichts, ich muss bescheißen, um zu gewinnen. Das ist was für Leute, die so spielen, aber bitte nicht mit mir. Meine Crew spielt nicht so. Meine Freunde spielen nicht so. Also, wenn ihr sowas spielt, ist auch okay. Und es mag sein, dass ihr bei der Spielweise sonst wie gut seid. Aber bitte lasst mich damit zufrieden. Ich habe ja schon mit ein paar Jungs gespielt, die mich abonniert haben. Die haben alle fair gespielt und sind alle... ziemlich gut, also kann man nichts sagen. Mein Kanal heißt auch Durchschnittsgamer und nicht Beast Gamer oder Best Gamer oder sonst was, God Gamer. Ich halte mich nicht für unbesiegbar und auch nicht für super gut. Ich habe da gerade eben eine Nachricht geschrieben, ob das sein Scheiß ernst ist mit dem Positionen aufdecken. Wenn er schon so eine große Fresse hat, soll er dafür auch gerade stehen, und der schreibt mir währenddessen Camper und killt mich von hinten. Sowas machen wir in der Crew auch nicht. Wenn ich hinter jemand herlaufe, der vor mir gespawnt ist oder was auch immer, dann gibt es eine Warnung, ich bin hinter dir. Dann gibt es 3 Sekunden Zeit zum Reagieren und dann wird geschossen. Ist mir egal, nennt es von mir aus Run and Gun, Gentleman-like oder wie auch immer. Ist mir scheißegal, ihr könnt es auch Pussy-like nennen. Ist mir wurscht, was ihr drüber denkt. So spiel ich, so macht mir das Spaß, und wenn ihr mit mir zocken wollt, dann bitte nach diesen Regeln. Wir spielen mit Schnellfeuergewehren, Pistolen. Wir spielen nicht mit Schrotflinten, wir spielen nicht mit Explosivwaffen, nicht mit Helmen oder Campen oder Connern. Wir spielen offen. Wir sind immer in Bewegung und verstecken uns nicht hinter irgendwelchen Kisten, öffnen nicht die Positionen und kein so ein Müll. Weil es ist für mich Müll. Wenn ihr das merkt, ist das auch vollkommen okay, aber ich mag das nicht, ich spiele das nicht. Ist einfach so. Jetzt kriegt der Typ wieder eins in die Fresse und jetzt fängt er an zu campen, und das ist das allerletzte. Also Leute, wenn ich schon eine große Fresse an jemanden habe, dann habe ich auch die Eier, für das einzustehen, was ich gesagt habe. Und wenn ich behaupte, ich sei hier der super ultra mega Killer, dann mache ich nicht so eine Scheiße hier und sterbe dabei auch noch. Also das ist ja noch lächerlicher als sonst was. So eine Pfeife. Auf jeden Fall ging das nicht lang, ich habe jetzt verlassen, weil ich das einfach nicht spiele. Er hat gezeigt, wie gut er ist nicht mal schlecht, er ist einfach nur ein Idiot, das ist alles. Ich weiß nicht, ob von Natur aus oder ob er sich das selbst beigebracht hat, wie auch immer. Ist ja scheißegal, es ist nicht meine Art zu spielen und so ein Scheiß spiele ich nicht. Er hat gezeigt, was er drauf hat, haben Millionen anderer Spieler auch. Ist egal, ich kenne bessere, ich kenne schlechtere. Aber wir spielen trotzdem wunderbar zusammen. Nachdem ich verlassen habe, hat dieser Spast mich 15 Minuten mit Nachrichten bombardiert und Einladungen. Und dann dachte ich, damit er Ruhe gibt, weil er gesagt hat, besser gesagt geschrieben hat, er lässt es, bin ich wieder rein, hat er jetzt auf alle Waffen eingestellt, zeigt ja schon mal, okay, mit Pistole kriege ich es nicht gebacken, habe ich wohl den Mund zu voll genommen, dann nehme ich jetzt schnell Feuergewehre. Dieses langsame ums Eck kommen ist nichts anderes als Connern. Tut mir leid, ich renne mitten auf der Straße und der versteckt sich hinter irgendwelchen verschissenen Containern. Ich sag auch nicht zu einem Basketballspieler, er sei scheiße im Fußball, wenn ich... Es ist nicht meine scheiß Sportart, verdammt nochmal. Er spielt ja nicht nach denselben Regeln wie ich, und sowas verstehe ich nicht, dass man dann Leute anscheißen muss.
Es ist nur ein Spiel und es ist da, um Spaß zu haben. Und wenn ich es jetzt tot ernst nehme und meine, jeden beleidigen zu müssen, egal ob bei YouTube oder bei GTA selbst, da laufen ja genug so, möchte gern Gangster, was weiß ich, ich bin der Geilste, ich bin der Beste und wenn ich verkacke, dann ist irgendwas schuld. Also lasst mich dann mit sowas bitte in Ruhe. Also ich möchte das Spiel genießen, ich möchte meinen Spaß haben, die Videos sind auch nur zur Unterhaltung da und sonst gar nichts. Ihr könnt mir gerne Nachrichten schicken, Freundschaftsanfragen ist auch kein Ding, schreibt einfach als Nachricht dann noch ein Y und ein T dazu, damit ich weiß, wo ich es zuordnen soll. Ich spiele verschiedene Spiele, unter anderem Warframe, Payday 2, solche Sachen und ich muss es einfach zuordnen können, von woher ich euch kenne oder was ich mit euch anfangen muss, weil es sind viele Namen, ich kann mir alle auch nicht merken. Von daher, es wäre nett, wenn ihr, falls ihr mir eine Anfrage schickt, dann bitte das dazu schreiben. Ist alles kein Ding, also und noch eine Bitte, wenn wir dann spielen, bitte, wenn ihr in die Party kommt, stellt euch vor, sagt kurz Hallo, wir haben einen freundlichen Umgangston miteinander, natürlich sagen wir auch mal du Arsch oder so, aber wir beschimpfen nie wirklich jemand, ernsthaft jetzt, oder Hurensohn oder so eine Scheiße, das könnt ihr euch auch gleich schenken, wenn ihr so abgeht, dann tut mir leid, dann passt das einfach nicht, muss ich auch nicht haben. Ja, das wär's zu dem eigentlich. Was kann ich euch noch sagen? Ja, wie ihr seht, fängt er da wieder an zu campen. Zum Schluss campt er richtig hinterm Container. Ich verlasse das Match wieder. Und schreibe ihm so eine Scheiße, spiele ich nicht, du Camper. Dann behauptet er, er campt nicht. Ich sag, ich hab's auf Video. Dann gesteht es ein. Also das ist doch nur Kindergartenkacke, also bitte. Sowas, ich weiß es nicht. Ist den Leuten langweilig und wenn mir langweilig ist, gucke ich halt irgendwo im Internet und scheiß Leute an, weil ich es von Angesicht zu Angesicht nicht bringe. Dann muss ich es hier über irgendwelche Medien machen, wo ich ja für mein Gelaber nicht gerade stehen muss. Also das ist echt lahm, ganz lahm. Das war's. Ja, falls ihr irgendwie ein Crew-Deathmatch machen wollt oder sonst was, wie gesagt, schreibt's einfach, ob ans PSN oder ans YouTube, ist egal. Sobald ich kann, werde ich's beantworten. Das war's. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.